Wie sie im Gegenlicht super tolle Aufnahmen machen könnt und schwierige Lichtverhältnisse meistern, das zeige ich euch heute. Hi, ich bin der Philipp Jakesch, Naturfotograf aus Österreich und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr tolle Bilder aufnehmen könnt. Wenn ihr gegen die Sonne fotografiert, dann ist das Licht oft sehr fordernd und schwierig. Ich habe da schon mal ein Bild vorbereitet. Ihr seht ein sehr dunkles Bild, das ist das links oben. Das ist die Aufnahme für den Himmel und dann sind vier Aufnahmen, die identisch scheinen. Und diese identisch scheinenden Bilder sind Bilder, in dem der Vordergrund in mehreren Fokusebenen aufgenommen ist. Also wie wir ein Focus-Stacking für den Vordergrund machen und das ist das Hintergrundbild. Starten werden wir in Lightroom und da nehmen wir das erste Bild vom Vordergrund und bearbeiten das einmal so grob. Die allgemeinen Einstellungen mache ich für alle Vordergrundbilder gleich. Da gehen wir mal so vor, dass wir die Lichter nach unten ziehen, die Tiefen etwas rauf, dass man was sieht. Dann können wir die Helligkeit ein bisschen erhöhen, nicht zu stark. Dann schauen wir, also wir schauen jetzt nur auf den Vordergrund, dann können wir die Lichter, also weiß, noch raufgehen, dass das Leuchten stärker wird. Und weil es um den Vordergrund geht, gehen wir bei schwarz, schauen wir, dass wir mit gedrückter Alt-Taste nach rechts gehen und schauen, ob wann die Kontraste da sind. Genau, dann gehen wir weiter bei Klarheit, also die Klarheit können wir auch eine Spur verstärken. Farblich werden wir noch eine Spur wärmer werden, vielleicht minimal zumindest. Jetzt können wir noch die Sättigung. Als nächster Gradationskurve, ganz wichtig. Jetzt haben wir das erste Bild schon angepasst, damit alle Bilder gleich sind im Photoshop, dann synchronisiere ich die Einstellungen. Also ich wähle das erste aus, drücke Shift und nehme das letzte und gehe auf Einstellungen synchronisieren und auf Synchronisieren. Sieht man, die Einstellungen würden auf alle übernommen und jetzt schaue ich mal dieses Bild noch an, also das ist dunkel aufgenommen, bewusst dunkel aufgenommen, um alle Details im Himmel einfangen zu können. Die Temperatur nach oben und da können wir Tonung auch etwas nach oben und die Sättigung, Dynamiksättigung und Dunst entfernen, dass die Wolken schön rauskommen. Schwarz nach oben und dann schauen wir, dass wir es relativ hell machen, also so in der Größenordnung. Würde ich dieses lassen. Dann machen wir ein paar Anpassungen eben, wie gesagt. Also ich schaue eigentlich nur auf den hinteren Bereich, der soll schön wirken. Und jetzt nehme ich alle fünf Ebenen, ich wähle die wieder aus mit der gedrückten Shift-Taste und gehe mit der rechten Maustaste auf eines der fünf Bilder und gehe auf Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. Jetzt sind alle fünf Bilder in Adobe Photoshop geöffnet. Und wenn man schaut, okay, das ist offensichtlich das Hintergrundbild und das sind die Bilder für den Vordergrund. Das Himmelsbild kann ich mal ausblenden, da klicke ich auf das Auge links neben der Ebene. Und die anderen vier Bilder möchte ich jetzt zusammenfügen zu einem fertigen, okay. So. Zu Beginn möchte ich mal die Bilder aneinander ausrichten, das heißt, die sollen alle perfekt übereinander liegen. Dafür
wähle ich alle fünf Ebenen aus, gehe auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten. Und dann wähle ich beim Dialog, ist automatisch. Nun sieht man, es hat sich was getan, also die wurden aneinander ausgerichtet und jetzt sehe ich, wenn ich die einzelnen Ebenen ausschalte, bewegt sich nichts mehr. Also es entsteht nur ein weißer Rand teilweise, aber sie liegen perfekt übereinander. Und die vier weiteren Ebenen, also die für den Vordergrund, die jetzt übereinander gelegt werden sollen im Focus Stacking, diese vier Ebenen wähle ich aus und gehe wieder auf Bearbeiten, automatisch überblenden. Und dann wähle ich nicht Panorama, sondern Bilder stapeln. Nahtlose Töne und Farben habe ich ausgewählt. Inhaltsbasierte Füllung für transparente Bereiche können wir auch verwenden. Und dann gehen wir auf OK. Dann ist das gesamte Bild gefüllt und wir erhalten eine scharfe Ebene von vorne bis hinten. So, jetzt ist es fertig. Also das wurde erfolgreich zusammengestellt. Schauen wir uns gleich an. Die oberste Ebene ist quasi die kombinierte Ebene. Das steht auch in Klammer reduziert dabei. Das ist nochmal die Kopie der anderen vier Ebenen. Man sieht, bei den jeweiligen Ebenen ist eine extrige Maske entstanden. Und wenn wir uns das anschauen, vorne scharf, dann geht es weiter. Und auch im Hintergrund ist die Schärfe perfekt. Und genau, das ist ausgezeichnet. Bis daher perfekt scharf. Beim Wasser sieht man, das sind so kleine Flecken. Weil wie soll er beim sowieso unscharfen Wasser eine Schärfe erkennen? Ist nicht möglich und deshalb geht es auch nicht. Aber diesen Bereich werden wir sowieso durch den Bereich vom Hintergrundbild ersetzen. Das heißt, wir treffen jetzt eine Auswahl. Und zwar wählen wir mit dem Schnellauswahlwerkzeug den Himmel aus und vielleicht zusätzlich diesen Wasserbereich. Den haben wir jetzt da sehr rasch ausgewählt. Und das ist ganz gut gelungen. Das darf man vielleicht noch hinzufügen, den Bereich. Und den Bereich. Das schaut ganz gut aus, die Auswahl. Und jetzt gehen wir auf den Himmel und legen da eine Maske drauf. Wir klicken einfach auf die Himmelsebene und auf das Maskensymbol unten. Und sobald wir das wieder einblenden, siehe da, Himmel wurde ersetzt mit dem Hintergrundbild, mit dem charakteristischen, das dazu passend ist. Da sehen wir, dass da dann noch ein leichter... Also da müssen wir die Maske noch etwas versäubern, da und dort. Aber es ist ja kein Problem. Also das geht ja ganz gut. Dafür nehmen wir das Pinselwerkzeug, Taste B für Brush und pinseln einfach diesen Bereich mit der Hand rein. Die Wellen sind schön. Da am Rand sieht man den Übergang zwischen Vordergrund und Hintergrund. Bei 400% sieht man schon einiges. Die Kanten sind teilweise hell und der Pinsel ist so leicht drüber mit dem Hintergrundbereich, weil dieser ja dunkler ist und dann ist der Übergang einfach spur sanfter und schöner. Das ist vorher, das ist nachher. Also das schaut schon mal sehr gut aus. Was ich jetzt machen möchte, ist alles auf eine Ebene reduzieren. Und da kommt meine Lieblingstastenkombination, wo man fast zwei Hände braucht. Steuerung, Shift, Alt und E. Und diese Kombination, Command, Shift, Alt und E, die Kombination reduziert alle sichtbaren Ebenen auf eine neue Ebene. Ich habe da den Vordergrund ziemlich verstärkt. Die Risse haben mir sehr gut gefallen, die mit Wasser gefüllt waren. Und das möchte ich einfach noch rausarbeiten, die Details. Und hinten das Leuchten vom Himmel, endlich haben wir mal Leuchten gehabt, das werde ich auch noch verstärken.
Zusätzlich werden wir dann auch noch einen Orton-Effekt anwenden im Himmelsbereich. Das schaut dann auch ganz gut aus. Und ja, starten wir mal mit Luminanzmasken. Also ich erstelle eine Luminanzauswahl. Also ich will nur die hellen Töne haben und möchte nämlich die Flechten, die da auf den Steinen sind, möchte ich noch hervorheben, heller machen mit Dodging and Burning. Die Auswahl passt mir noch nicht ganz, die kann ich noch anpassen. Also da kann ich zum Beispiel ein bisschen nach oben heben und genau, da kann ich den Kontrast noch verstärken. Da sieht man, das Helle wird deutlicher und den Bereich, das passt gut, den möchte ich heller bekommen. Und dann gehe ich auf Select. Ich wähle bewusst Select und nicht gleich Mask, weil wenn ich auf Mask gehe, dann ist gleich alles maskiert und ausgewählt. Aber ich will ja ganz gezielt gewisse Bereiche auswählen. Und da erstelle ich eine neue Ebene und gehe mit dem Pinsel, also Brush, mit weißer Farbe rein. Deckkraft reduziere ich auf 20 und Fluss auf ja, 35, 30 und dann wähle ich die Ebene aus, gehe auf weiches Licht vom Überblendungsmodus und pinsel dann ganz vorsichtig da drüber und erhelle diese Bereiche. Genau. Und jetzt sieht man schon ganz subtil vorher, nachher, es wird heller und genau das wollen wir. Wir wollen im Vordergrund den Kontrast verstärken, das heißt, wir wollen die hellen Bereiche heller machen und die dunklen vielleicht eine Spur dunkler. Jetzt mache ich eine neue Ebene und in der neuen Ebene gehe ich so vor, dass ich die dunklen Töne auswähle. Also ich gehe auf D für Darks bei der Luminanzauswahl und auch da können wir die Auswahl etwas anpassen, genau so, und dann gehe ich wieder auf Select. Jetzt habe ich die dunklen Töne ausgewählt und möchte eben diese Bereiche, die so dunkel sind, noch etwas abdunkeln, um die Struktur da zu verstärken. Das Wichtige dabei ist, dass man bei den Anpassungen subtil vorgeht, also Schritt für Schritt die Anpassungen aufträgt. Gescheiter öfter drüber gehen und subtiler als einmal zu viel. Vorher, nachher. Man sieht, die Dreidimensionalität ist dadurch stärker geworden. Vorher, nachher. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Jetzt werden wir den Hintergrundbereich ein bisschen verstärken. Jetzt können wir unseren Arbeitsbereich, unsere Ebenen nochmal ein bisschen sortieren. Also ich gruppiere mal die Hintergrundebenen, das ist einfach nur Backup, das kann ich auch ausblenden. Das ist mein Hintergrund, das ist der Himmel, das ist die nächste gesammelte Ebene und die zwei Ebenen sind Dodging und Burning. Dodging und Burning können wir benennen und diese Ebene ist eigentlich eine leere Ebene, die noch nichts macht. Das heißt, die können wir gleich nutzen. Da möchte ich jetzt beim Himmel was anpassen. Das heißt, ich wähle diese unangepasste Ebene aus und gehe auf Camera Raw Filter. Ich möchte es ein bisschen wärmer und ich möchte es ein bisschen satter, diese Töne. Also die Orange-Sättigung, Gelb-Sättigung, dann die Farbtöne. Also gehen wir ein bisschen dunkler und ins Rötlichere und dann können wir auch beim Color Grading noch reingehen und da ein bisschen die Farbtöne von den Lichtern und den Mitten. Die Lichter können wir in dem Farbton und die Mitten können wir ein bisschen. Genau. Und so passt es schon mal ganz gut. Gehe wieder auf eine Luminanzauswahl. Wieder die hellen Bildbereiche. Und jetzt kann ich wieder einen größeren Bereich auswählen und dann gehe ich wieder auf Select und jetzt, das ist vorher, das ist nachher, der helle Bereich und wenn ich jetzt
Tag eine Maske drüber lege, dann sehe ich, wie ich die warmen Farbtöne. Das ist vorher, das ist nachher. Ich möchte es in gewissen Bildbereichen entfernen. Das heißt, da gefällt es mir nicht so gut im unmittelbaren Vordergrund, den möchte ich so lassen, wie es ist. Im Mittelgrund passt es gut, aber im Vordergrund sollte weniger passieren. Genau, also ich gehe da einfach mit Schwarz drüber, über die Maske, und dadurch passiert da weniger. Super, das schaut schon mal gut aus. Jetzt fügen wir noch einen Orton-Effekt hinzu. Steuerung Shift Alt E, Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Vom Pixelradius circa die Anzahl der Megapixel. Und dann gehen wir auf Filter, Camera Raw Filter, weil wir wollen auch den Kontrast noch verstärken und das Leuchten noch ein bisschen wärmer machen. Dynamik gehen wir rauf, Sättigung gehen wir rauf, Belichtung gehen wir rauf. Und mit Kontrast können wir noch raufgehen. Und gehen auf OK. Nun gehen wir auf Deckkraft ca. 20 bis oder 17, ist ja wurscht. Und dann gehen wir auf die, mit gedrückter Alt-Taste drücken wir auf die Maske. Und jetzt können wir mit einem weißen Pinsel, also wir gehen wieder auf Brush und auf Weiß und können da den Orton-Effekt hinzufügen. Ich gehe ein bisschen mit der Deckkraft hinauf, dann sieht man schneller was. Und genau. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, vorher, nachher, also es leuchtet einfach ein bisschen mehr. Es ist subtil, das schaut ganz gut aus. Ich würde das jetzt einfach auch nochmal kopieren und für den Himmelsteil separat noch stärker machen. Also ich gehe da mit der Deckkraft noch rauf. Ich passe da auch die Farben noch an. Farbbalance können wir noch wärmer machen. So, genau. Und jetzt ist es das Problem, wenn wir das so belassen, dann greift diese Farbbalance die ganzen Ebenen darunter an. Wenn ich über die Alt-Taste drücke und zwischen den beiden Ebenen hingehe und das Pfeilsymbol sichtbar ist und dann draufklicke, dann wird es nur auf die darunterliegende Ebene verankert quasi. Das heißt, ich kann das mit dieser Ebene verbinden. Und wenn ich da jetzt reingehe und sage, da im Vordergrund hätte ich es nicht gern, aber da hinten hätte ich es gern, dann kann ich das da reinpinseln und es funktioniert so ganz gut. So, jetzt haben wir die Farbanpassung auch noch gemacht. Die Schattenbereiche sind bläulicher, die Himmelsbereiche sind wärmer gefärbt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch über den Rand zu beschneiden. Also wenn wir da vergrößern, dann sehen wir, okay, da ist ein unscharfer Rand und den werden wir wegschneiden. Mir gefällt das jetzt echt gut. Das heißt, ich kann einfach alles auf einer Ebene reduzieren. Steuerung Shift E. Das reduziert einfach alle Sichtbaren auf einer Ebene, auf eine neue. Die fertige Ebene bleibt über. Diese fertige Ebene werden wir jetzt noch gerade ausrichten. Und dafür werden wir es vergrößern. Dann nehmen wir links bei der Pipette, beim I ist das Lineal drinnen. Und dann klicken wir auf den Startpunkt und ziehen das noch rüber auf den Endpunkt und gehen auf Ebene gerade ausrichten. Jetzt ist das natürlich schief und jetzt wählen wir noch unseren Ausschnitt. Jetzt können wir uns noch überlegen, ob wir
noch Schärfe hinzufügen. Also die Schärfe ist eigentlich eh ganz super. Die hellen Bereiche leuchten noch ein bisschen mehr, wenn man die Schärfe hinzufügen. Wir kopieren die Ebene und gehen auf Filter, sonstige Filter, Hochpass. Dann können wir irgendwas im Bereich von 1 bis 2 Pixel nehmen als Radius und gehen auf ineinander kopieren. Und was passiert ist, wenn wir da vergrößern, vorher, nachher, also es ist wirklich ein bisschen ein Unterschied. Wir wollen das aber nicht überall anwenden, sondern gehen wieder auf eine Maske. Also ich mache gleich eine schwarze Maske mit der gedrückten Alt-Taste und füge dann über den Pinsel mit B für Brush die Schärfe hinzu. Vorher, nachher, vorher, nachher. Vielleicht könnt ihr es sehen. I hope so. Wenn ich das schließe und auf Speichern gehe, liefert mir Photoshop ein Ergebnis zurück. Das heißt, ich erhalte nach dem Speichern das Bild in Lightroom zurück. Und jetzt kann ich alle nehmen und eine mit rechter Maustaste stapeln, in Stapel gruppieren oder wieder Steuerung G, kann ich einen Stapel erstellen mit meinem fertigen Bild. Und wenn ich jetzt da noch minimale Kleinigkeiten wie eine Vignette oder so hinzufügen möchte, dann kann ich das auch noch in Lightroom machen, wo ich sage, okay, das kann ich dann anpassen, mache da eine leichte Vignette. Mit dem Bild wäre ich jetzt zu 90% oder so fertig. Das heißt, ich schaue mir das nochmal in Ruhe an, mit frischen Augen. Und ja, vielleicht passe ich noch die eine oder andere Kleinigkeit an. Freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, dass du das eine oder andere mitnehmen können und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Bis dann. Ciao, ciao.